Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prison Architect, wo ich mal eben kurz die Trümmer dessen, was ich zuletzt hier anrichtete, mal eben wieder beheben möchte. Gab es nicht auch so eine Funktion mit Alt-Taste irgendwas kopieren? Mir war so. Naja. Das hier ist jedenfalls ein Bücherregal. Hier. So. Zack. Dann einen kleinen Holzhocker. Und dann kriegen die hier unten mal ein bequemes Bett. Guck mal, wie cozy das ist. Oh, das kostet 800. Ein altes Bett gibt's auch. Die können auch auf einer Schaummatratze schlafen. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Echt mal hier. So. Das kriegen die hier rein. Bevor wir dann... Jetzt geht's nochmal essen. Jetzt wollen wir mal gucken. Ach, die gehen noch telefonieren. Die wollen alle nicht an diesen neuen Tischen sitzen. Warum nicht? Ist doch schön. Sind denn alle satt geworden? 83%, okay. Gut, das heißt, wir bauen nach dieser Vorlage hier jetzt aus. Sobald dann hier mal das Bett angekommen ist. Habe ich das nicht auch reingesetzt? Kann man auch ein Krankenbett reinsetzen. So. Und ihr seid geschlafen, Jungs. Gut, dann schnelles Bauen und zwar von hier, das haben wir ja eigentlich noch drin, ne? Die Wand müssen wir nicht nochmal bauen. Von hier nach da. 2000 hat das nur gekostet. Hm. Dann mache ich schon mal die neuen Wände. Jo, und das mit den Exporten, da müssen wir auch mal gucken. 5200, ob das dann langsam hochgeht, je mehr Bauarbeiter und Forstwirte wir haben. Und wir kriegen 4 neue Gefangene. Und diese Försterei, wenn wir die jetzt größer machen, nur mal um zu gucken. Jetzt nur um zu gucken, nicht um größenwahnig zu werden. Vergrößern wir mal zumindest auf diese Breite. Und es ist Duschzeit. So, wieder getrennt. Graues Hemdchen, oranges Hemdchen, beides getrennt. Und wir haben neue Zellen. 35 an der Zahl. Ist auch schon belegt. Die neuen Gefangenen sind da. Zuschuss ist gekommen. Die turnen noch hier oben rum. Was ist das denn eigentlich hier? Personalmahlzeiten. Sag mal, ist das... Die sollen auch das Personal ver... Nee, die sollen... Beide... So. Jetzt richtig? Ja. So, das wäre ja was geworden, wenn ich da jetzt nicht drauf gepasst hätte. Okay. Ja, dann habe ich überlegt für diese Folge, wir haben jetzt noch ein bisschen Budget. So, 2 Baustellen haben wir noch. Wir müssten eigentlich mal schauen, dass wir die Räume so ein bisschen hübscher bekommen. Und dafür habe ich ja jetzt extra was gemacht. Nämlich diese Mod installiert, wo wir hier noch mehr Bodentexturen bekommen. Wir können hier unterschiedliche Fliesen noch machen. Das ist nicht so spannend. Aber hier können wir zum Beispiel Teppich verlegen. Schwarzen Teppich. Und da würde ich sagen, wir nehmen mal hier so einen grünen oder einen gelben Teppich. Und machen da mal hier richtig schön
unseren Aufenthaltsraum. Schön. Und grün ist ja die Farbe der Hoffnung. Dann machen wir es mal hier für die Wachen schön. Einfach damit wir so ein bisschen mehr Pep, ein bisschen mehr Abwechslung auch haben. Und das hier gefällt mir gar nicht. Ich glaube, wir müssen hier mal eine Wand reinziehen. Das ist doch alles nicht schön. Die Rennbahn ist irgendwie doppelt geworden, warum auch immer. Schweineteuer, sagte ich, dass die Rennbahn ist. Und zack, doppelte Rennbahn. Und dann können hier die Forstjungs, können dann hier die... Was ist denn jetzt schon wieder? Warum laufen die immer nach draußen hier? Warum? Arbeit, Freizeit. Ihr sollt arbeiten, Jungs. Das gibt's doch nicht. Warum? Hier arbeiten nur drei Leute. Was ist denn hier los? Geistige Führung, keiner da. Kommt ihr mir nochmal mit? Ihr wollt hier irgendwie, Wo sind denn eure Bedürfnisse? Da. Luxusgüter. Ja, wollt einen Laden wollt ihr noch haben, ne? Okay. Den Laden. Sowas würde ich dann gerne hier hinten langsam auslagern. Das macht mir echt Sorgen. Wo laufen die? Warum? Was tun die denn? Wo werden die überhaupt rausgelassen? Ich verstehe das nicht. Das ist doch off-limits hier. Das hatte ich euch jetzt eingestellt, oder nicht? Hier nur für Personal. Eingeschränkter Zugang. Das ist echt komisch. Na gut. Ich hätte sonst gesagt, dass wir hier... Oh, Exporte läuft. Was haben wir denn hier alles? Wo ist denn... Hier ist Exporte. Oh, ja, Wahnsinn, wie das läuft. Da würde ich auch den Boden mal ändern, dass wir das besser erkennen können hier. Exporte machen wir mal auf Sandstein. Ist das bis hier oben hin? Ich kann das ja so schwer erkennen. So, nochmal 2000 verschwendet. Jetzt müssen wir die Zeit ein bisschen vorlaufen lassen. Einfach mal damit wir sehen, wie sich das hier reingruft. Wir haben übrigens, was ich sehr gut finde, die sind alle immer relativ zufrieden. Denen geht's gut. Und hier liegen jetzt die Exporte drin. Der Lagerraum ist nicht intern. 19 sind erschöpft. Einer ruht sich aus. Wir haben also immer noch zu wenig Mitarbeiter irgendwo. Und hier werden wieder Bäume verkauft. Und hier liegen Nummernschilder. Aber irgendwie wird das Holz... Kann man nicht irgendwie auch noch sagen, dass das Holz von dem Forstbetrieb hier rein soll und da verarbeitet werden soll, statt direkt verkauft? Nicht. Schon so ein bisschen enttäuschend, ne? So, Angebot plus 35 Nachfrage... Das geht. Müssen die hier eigentlich dann auch so einen Kantinentisch bekommen und so? Kann das sein? Haben wir denn so einen kleinen Tresen? Neven? Wo war denn das? Leichenbare? Nee, nicht cool. Hier, Serviertisch. Ich denke mal nicht, aber gut. Wir müssen ohnehin an die Kantine gleich mal ausbauen mit unserem neuen Wissen. Haben wir den auch? Nee. Weil der Boden so schön grün war, habe ich gedacht, können wir vielleicht, aber nein, können wir nicht. Wo ist denn Eiche? Deutsche Eiche. Ja. Hier einen Essenstisch rein. Machen wir mal hier hin. So. Und dann die Bank mit den Kanten nach innen und dann können die hier essen. Gucken, ob das so gedacht war. So, sind denn hier genug Mahlzeiten? Wir gucken mal. Noch 9, noch 11. Wir haben 35 Knackis und 8, 16, 24. Hier passen, glaube ich, nur 4 ran.
Ganz schön voll hier mittlerweile, ne? Aber gut, die nutzen das. Wir können hier theoretisch auch noch Toiletten reinbauen und so. Und das kann man alles noch variabel gestalten. Sehr gut. Gut, dann lassen wir die Lacht mal durchlaufen. Und wir sehen, wir haben jetzt nicht unbedingt noch mehr Exporte gehabt. Was eigentlich ziemlich krass ist. Guck mal hier. Oh, die kriegen richtig leckeres Essen hier hin. Benötigt Büro? Haben wir zu wenig Vorarbeiterbüros oder haben wir eins kaputt gemacht? Oder geht nur ein Vorarbeiter je Büro? Das könnte ja auch sein, ne? Da müssen wir noch Büros bauen. Ja, Mensch. Gut, dass wir so viel Platz hier noch haben. Ja, das ist natürlich doof. So, Exporte. Pass auf. Ich will auch sehen, was hier bei den Exporten passiert. Deswegen machen wir hier mal so eine Lampen hin. Wir sollten sowieso mal so ein paar Lampen hier noch hinbauen. Lampe, Lampe, Lampe. Lampe. So. Das ist keine Duschlampe. Die gibt es in einem Baumarkt. Warum laufen denn jetzt hier mitten in der Nacht so viele Wachen in der... Sag mal, seid ihr alle ein bisschen verwirrt? Einsatz. Wachplan in der Nacht 2. Warum auch immer. Hä? Warum laufen die denn jetzt nicht im Aufenthaltsraum rum? Ist der zu klein? Naja, jedenfalls, soweit bin ich zufrieden. Soweit läuft das schon mal ganz gut. Wir sollten jetzt wirklich dann hier gucken, dass wir auf die 50 kommen. Und umso mehr Gefangene wir haben, desto mehr können wir auch arbeiten. Und dann geht's auch schon wieder los. Jetzt geht ein Teil wieder duschen. Und ich finde diese... Müssen wir mal gucken jetzt. Raumqualität... Insasse berechtigt, 4 zu bewerten. 2 zu bewerten. 3. 5, 2, 7, 2. 8, 2, 7, 2. 4, 3. Mhm. So, Sitzung des Besserungsprogramms kostet immer auch jede Menge Geld. Aber wir sehen jetzt hier, der Matwandi und der Hackett, die sind hier am Beten. Hier wird gearbeitet. Und der Vorarbeiter braucht immer noch ein Büro. Das ist ja, das macht mich schon so ein bisschen traurig, dass wir jetzt wirklich keinen Platz mehr für so ein Büro haben. Oh, hier wird gegessen. Vielleicht. Aber hier muss auf jeden Fall nochmal. Hier müssen noch weiter Tische rein, oder? Ich glaube, wir müssen allein schon deshalb mehr Tische hier reinsetzen, weil die Gefangenen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da jeder mit jedem kann, weißt du? So, dass man die ohnehin so ein bisschen auseinanderziehen muss, weil sonst gibt's Randale. Oh, Skandale. Aber das mit der Bank scheint echt egal zu sein, ne? Hm. Enttäuschend. So. Hier wird telefoniert. Diese Booths wollte ich dann demnächst noch so ein bisschen abgrenzen. Die hier machen Sport, das ist auch gut. Aber schon wieder Nachmittag. Und insgesamt sehr wenig Leute hier, die hier am Sägen sind. Und wir brauchen immer noch den Laden. Ja, also das wäre vielleicht noch das Nächste, was wir jetzt bauen könnten. Dann können wir nochmal Zuschüsse irgendwo herholen. Weiß ich gerade gar nicht. Nee, Tischlerlehre. 10 hochwertige Betten herstellen. Weiß gar nicht, ob wir die dann selber verwenden können. Und das andere ist das Problem, dass die Jungs, die wir hier einsammeln, teilweise, wie sagt man das jetzt freundlich? Also wir haben 22,
Die Hälfte der Leute bestehen mittlerweile. Und wir hätten jetzt hier noch einen Interessierten für die Tischlerlehre. Da sollen wir vielleicht nochmal eine zweite Tischlerpresse hier hinstellen, einfach nur zur Sicherheit. Tischler. Nee, wer ist das Ding? Ich bin verwirrt. Hier, Werkbank heißt das Ding. So. Und dafür dann nochmal ein paar Sägen. Einfach aus dem Grund, dass wir zu wenig Kapital haben. Ja, super. Gut. Ich würde sagen, ich simuliere mal bis morgen früh und dann sehen wir uns wieder zu einer neuen Folge von Prison Architect. Bis dann, macht's gut. Tschüss.